at a barbecue in Saint-Tropez in May with some friends drinking booze, getting all loose. We drove the cars to the beach on the outside of the street, sat around a bonfire, eating marshmallows all night. We were young at time, I know it, but you were so damn fine, couldn't get you on my mind. We were young at time, I know it, but I wanted something more than you. Cause you won't be free for summer, free for summer, free for the sun. You won't be free for summer, Freunde, wir befinden uns gerade, ich glaub das nicht, in einem ägyptischen McDonald's. Pascal meint, dass der Burger hier so extrem geil sei und Daniel und er haben jetzt halt total Bock darauf, hier erstmal was zu essen reinzupfeifen, obwohl wir ja all inclusive im Hotel haben. Sehr gut. Jan hat sich ein neues Portemonnaie gekauft. Ui. Schön, ne? Das sieht echt schön aus. Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das schön oder ist das schön? Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, habe ich das eigentlich schon gefragt? Wo ihr zuletzt im Urlaub wart und wo ihr als nächstes hinfliegt, falls das schon feststeht. Ich glaube, ich gehe mal gleich da drauf. Dort drauf. Peacepot. Auf dem Peacepot. Was hast du denn da bestellt? Mini-Cheeseburger. Ist das ein Cheeseburger? Ja. Nein. Nein. Ein Big Mac. Aber ein äußerst kleiner Big Mac. Oh, was ist denn da kaputt? Double Big Tasty Bacon. Ey, und die sehen echt gut aus. Hier. Also bei uns in Deutschland guck mal, sind die ja voll. Ja, ja. Aber in Deutschland sehen die voll zerdötscht aus, die Burger immer. Und hier. Big Mac mit 4 Scheiben Fleisch. Und vor allem für das ganze Menü. Wie viel Cola ist hier drin? Ein Liter. Das sind 2 Liter Cola. Quasi 2 Big Macs. 2 davon und 2x große Pommes. Und wir haben doppelte jetzt 10 Euro bezahlt. Das ist doppelte Pommes als bei uns. Da können sich die Deutschen mal eine Scheibe von abschneiden mit uns. Weil was sie für einen Gewinn die machen. Die Knaller heiß, die Teile. Die schmecken nicht. Ja gut, guten Hunger. Ja, nein. Hunger. Wir sind nicht im Urlaub, all inklusiv. Wir essen McDonald's, das sieht. Wir sind in Hamburg. Das sieht nur so aus. Das klingt nicht am Alkohol, das ist schon aus. Einfach bei meiner Tasche. So? Stimmt. Nächster Tag im Urlaub. Es ist unglaublich schön hier. Wir sind gerade wach geworden. Ich habe mich abgeduscht. Ja, bitte? Morgen. Morgen. Ich habe eigentlich recht gut geschlafen. Allerdings tut mein Fuß total weh von gestern. Ihr habt das ja mitbekommen, falls nicht, guckt euch einfach den letzten Vlog an. Verlinkt unten in der Infobox. Ich zeige euch mal eben, wie das jetzt ausschaut. Da, das tut so weh. Wir werden jetzt frühstücken. Komm, Daniel. Daniel ist noch nicht ganz wach. Nö. Hast du sitzt noch was? Ja. Komm. Alter, ihr solltet schreiben, ob ihr jetzt soweit seid oder nicht. Oh. Ich hab's geschrieben. Danke. Eine Minute. Okay. Tschüss. Ist Jana angezogen? Jana! Verdeck mal alles, was du verdecken kannst. Aufstehen. Guten Morgen. Ist auch ein bisschen kalt. Jana. Ich muss auch aufstehen. Weißt du, was Pascal hat gemacht? Der Arsch. Dreht er sich zu mir um und sagt: Guck mal, der schwarze Mann. Was? Hm?
15 was? Da steht ein schwarzer Mann. Ich so, Schatz, du machst mir gerade Angst. Ja, sagte. Ich dann gemacht. Wen bist du eigentlich? So. Spaß, ey. Also willst du nicht frühstücken? Nee. Okay. Mein Toast ist verbrannt. Das da drunter ist besser geworden. Und Omelette. Mmh. Und es ist ein bisschen windig. Schaut euch mal an, wie schön das hier ausschaut. Da hinten ist der Pool. Und Jana und ich gehen jetzt essen. Und zwar da vorne in dieser Holzhütte. Aber es ist trotzdem unglaublich heiß. Oder? Was denn? Wir gehen am Strand essen. Ach, wir gehen am Strand essen? Ach so. Beziehungsweise fragen wir eben, ob es da auch Essen gibt. Du meinst da am Steg? Ja. Muss man da nicht zahlen? Nö. Und die Jungs, wo sind die? Da gehen wir zu. Achso, wir gehen zu den Jungs. Wir waren gerade die ganze Zeit auf dem Zimmer und haben ein bisschen geschnitten. Und es lädt jetzt gerade hoch, beziehungsweise es speichert gerade ab und müssen gleich nochmal aufs Zimmer, um es dann hochzuladen, damit ihr eure Videos bekommt. Und ja. Und ich habe mich noch nicht eingecremt. Also ein Gesicht schon, aber die Schulter noch nicht. Ich schon. Ich wünschte mir, wir könnten immer hier sein. Und dann wünschte ich mir einen Knopf, wo ich drauf drücken könnte, wenn es mal ein bisschen kühler werden kann. Also, ja. Das wäre ganz schön. Ist sehr, sehr, sehr warm. Auch noch zum Beispiel ohne Wasser. Ja. Ist das schwer zu ertragen. Das stimmt allerdings. Ich werde euch auf jeden Fall später zeigen, wie viel Grad wir hier haben. Ich schätze mal wieder so um die 40 Grad. Das sehen wir gleich. Das ist da hinten, da gibt es so eine Tafel und da schreiben sie immer auf, wie viel Grad wir gerade haben und die Wassertemperatur und bla bla bla. Schaut mal der Strand. Hier die Palmen. Hier am Strand die ganzen Liegen. Was ich so cool finde, seht ihr das? Das sind diese ja, halbrunden Zäune drumherum. Da hat jeder so seinen eigenen Bereich. Das ist richtig cool gemacht. So habe ich das auch noch nie gesehen. Hier ist so ein Laden. Kaufland. Stimmt, dieser Laden da in der Mitte heißt Kaufland. Hinten steht Kaufland, vorne steht Lidl. Der hier will wahrscheinlich Kitesurfen. Der Laden ist aber so groß wie eine Abstellkammer. Ja, aber muss. Du selbst. Muss man dazu sagen. Abstellkammern sind Größe. Ach, guck mal. Da sind sie ja. Jana? Ja? Könnt ihr schon ausbeißen, glaube ich. Habt ihr die schon wieder gesehen? Nee. Was habt ihr jetzt gesehen? Kugelfisch? Erst ein Kugelfisch. Aber der war so Kugelfisch tauchen. Ungefähr so ein Volumen im Bauch. Was? Ich wollte so hertauchen, aber so extrem tief zwischen die Streben. Ja. Und bin dann so da unten. Ich weiß auch, Philipp, den ich hab mich erschrocken. Alter, ich hab mich so sehr. Du bist hässlich, du bist wunderschön. Schönheitsspeck. Er ist am Tauchen und wir sind schön. Den Luftblasen gehen so hoch. Erschrocken, Alter. Aber wirklich so ein Fett, so, ja. So dick vom. Also habt ihr gefilmt? Ja, kommst du nicht an. Ich hoffe, man hat total trüb da unten. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen hochgehen, wir wollen unsere Klammern holen und dann so eine Strebe dran machen und einfach mal eine halbe Stunde so lassen. Wollen wir nicht erstmal dahin? Ich habe mich übelst unwohl gefühlt, das erste Mal. Warum? Alter, ein Feuerfisch. So. Aber der ist unten am Boden. Ganz tief am Boden, aber ja. Der sah so krass aus. Den hast du auf jeden Fall nicht drauf, glaube ich. Ich hoffe es. Ja, du warst ein bisschen tiefer. Aber jetzt wird's erst. Guck mal, da ist eine Meerjungfrau. Ich aber nicht. Guck mal, jetzt. Okay, ja, weiß ich nicht. Hier, seht ihr? Lidl. Kaufland.
auf Land. Und hier am Steg kann man essen. Und da drunter haben sie getaucht, also hier drunter. So, Freunde, wir sind jetzt gerade hier drin essen. Schaut mal, wie schön das ausschaut. Da gibt's Brot. Und hier drumherum, das erkennt man jetzt schlecht, weil es dunkel ist, ist das Buffet. Ich habe nicht allzu großen Hunger, deswegen habe ich mir nur Weintrauben genommen, weil es so warm ist. Die anderen haben zum Beispiel Nudeln. Und hier hat sie auch noch Salat, Käse, Oliven. Pascal hat sich Reis genommen. Daniel hat was? Da ist Knoblauch drin? Oh, geil. Knoblauch, Peperonis, kannst du alles aussuchen. Ich will gleich mal probieren, bitte. Hau rein. Nee, warte. Ist warm, ne? Wo ist deine gute Laune hin, Daniel? Ja, in Deutschland. Ist in Deutschland geblieben? Ja, bei beim Regen. Ja? Ich fühle mich heute so ein bisschen so, ich bin kaputt. Ihr nicht? Ich bin richtig kaputt.